Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal ApexGamingPCs.com und zwar mit dem Blue Shark für 1059 Dollar, den Great White Shark für 2111 Dollar 19 Cent und den Megalodon für 2639 Dollar 99. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz zur Info, diese PCs sind mit einem Streamer zusammen entstanden namens Shawk, der hat wohl mit Apex irgendwie eine Partnerschaft und hat wohl auch irgendwo bei diesen Konfigurationen mitgewirkt, damit man halt hauptsächlich Rainbow Six Siege spielen kann. Das ist ein US-amerikanischer Anbieter, aber die versenden auch nach Deutschland bzw. EU-weit. Also man kann da wirklich dann auswählen, yo, ich wohne in Deutschland, ich habe das eben ausprobiert, die Versandkosten sind irgendwie 160 Dollar oder so, also man kann auf jeden Fall die Dinge auch in Deutschland kaufen. Sprich, schaut ihr diesen Streamer und wollt euch vielleicht einen PC besorgen, er macht gerade Werbung dafür, kann es natürlich sein, dass ihr den dann dort auch kauft. Mir wurde das vorgeschlagen bei uns im Discord in den Videovorschlägen und wir schauen uns die Dinger jetzt mal an. Starten wir mit dem Blue Shark für 1059 Dollar, was hier ein bisschen verwirrend ist. Hier unten steht 8 GB RAM und hier steht halt 16. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut, wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Dann gehen wir am besten auch in den Konfigurator für, weil da sieht man auch ein paar Bilder dazu. Dann weiß man ungefähr, was man kriegt, weil es steht halt nicht genau da. Hier ist ein AMD Ryzen 3 4100 drin, ideal für Gaming-Einsteiger. Das ist schon ein sehr, sehr alter Prozessor. Es gab ja 1000er-Reihe, 2000er, 3000er, 4000er, 5000er. Jetzt sind wir aktuell in der 7000er. Also das ist wirklich, ich glaube schon, Resteverwertung. Das ist ein Vierkerner mit 8 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM und hat eine TDP von 65 Watt. Das ist wirklich nichts Besonderes. Das ist ein, ja, meiner Meinung nach Büro-Multimedia-Prozessor, aber zum Zocken eigentlich nicht so gut geeignet. Für Rainbow Six reicht es natürlich, aber ist halt auch einfach alt. Streamen könnt ihr mit dem sowieso vergessen, ja? Vor allen Dingen, wenn ihr darüber rendern wollt, also das ist Quatsch. Hier könnte man vielleicht mit der Grafikkarte noch ein bisschen arbeiten. Aber, nee, den würde ich mir heutzutage schon nicht mehr kaufen. Und der kostet 73,06 Euro bei BA Computer. Was ich ganz am Anfang vergessen hatte, hier ist kein Gehäuse angegeben. Also, wenn ich mich jetzt auf das Bild verlassen müsste, müsste ich irgendein Lian Li Case nehmen. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach das Be Quiet Pure Base 500DX. Das kostet so 120 Euro. Es ist halt ein guter Wert, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Die Lian Li Dinger kosten auch so um den Dreh. Wir nehmen das einfach mal mit, deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Wir brauchen aber einen Preispunkt, das passt dann schon irgendwo so. Der CPU-Kühler ist der Stock AMD-CPU-Kühler. Der reicht tatsächlich auch für diesen Prozessor, ist beim Prozessor selber auch schon dabei. Deswegen brauchen wir den nicht extra zu berechnen. Die Hauptplatine ist ein A520 Hauptplatine. Wenn man da draufklickt und dieses Bild einfach mal vergrößert, sehen wir, dass hier ein B450M-HDV genommen wird. Also vom Bild her. Wir haben aber A520. Deswegen nehme ich einfach ein ähnliches. Ich habe jetzt einfach das A520M HVS genommen. Mit dem Ding ist nichts los. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, welches Mainboard drin ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sonderlich viel dazu sagen. Der Chipsatz reicht natürlich für den Prozessor, aber ist halt auch schon älter. Würde ich einfach die Finger von lassen. Das ist auch Resteverwertung. Man muss so sagen, wie es ist. Das passt gut in Multimedia-PC. So ein bisschen Videos gucken oder was weiß ich was dran machen oder ein bisschen Among Us oder so spielen. Aber das ist wirklich, ausstattungsmäßig ist da nicht viel los. Und das kostet in dem Fall 72,90 Euro bei HardwareCamp 24. Der RAM sind 16 GB DDR4 3600, nicht RGB, dringend empfohlen. Ja. Was ist jetzt dringend empfohlen? Dass es nicht RGB ist oder dass es mindestens 16 sind, weil 8 bieten sie eh nicht an. Ja gut, es scheint irgendwie so ein Team Group RAM oder so zu sein. Ideal für alle Spielniveaus. Ich habe den einfach mal rausgesucht. Es ist der Team Group T-Force Vulcan Z Grau. Kann man machen. Warum nicht? In der Preisklasse ist in Ordnung. 3600 MHz ist natürlich auch was Feines. Ob das bei dem Prozessor jetzt viel bringt, lasse ich mal dahingestellt. Aber schön, dass es dabei ist. Und der kostet 51,48 Euro bei Mindfactory. Was ich hier auch sehr schön finde, das wollte ich euch nochmal zeigen. Bei Prozessor, ideal für Gaming-Einsteiger, okay. Stock AMD-Kühler, keine Beschreibung, ist klar. Die Platine, ideales AMD-Motherboard der Einstiegsklasse, ja, kann man so sagen.
Arbeitsspeicher, ideal für alle Spielniveaus, wissen wir schon. Die Grafikkarte, keine Beschreibung. Ja, ist auch gut so, dass da keine bei ist. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach mal die günstigste, die ich gefunden habe. Das ist die Palit GeForce GTX 1650 Storm X 4 GB GDDR5. Das ist eine Grafikkarte, in einigen Spielen für Full HD noch geeignet. WQHD könnte damit eigentlich vergessen, 4K sowieso. Für Rainbow Six habe ich jetzt auch mal den FPS-Test rausgesucht. Dieses Video werde ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist von Alpha Games, das könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken. Der hat hier alles wirklich einmal getestet, auch mit einem Prozessor, der ungefähr gleichzusetzen ist. Da seid ihr im Average bei 125 FPS in Low Settings. Das bedeutet für euch, habt ihr einen Full HD 144Hz Monitor, erreicht die Grafikkarte das nicht. Und das ist traurig bei einem 1000 Euro PC. Also umgerechnet sind es 1000 Euro. Ich habe es ja auch nochmal durchgerechnet. 1059 Dollar, 1000 Euro 6. Also wisst ihr da schon mal Bescheid. Und das ist echt schade. Wenn man als großer Streamer sowas bewirbt, die Leute kaufen das, erwarten da geile Ergebnisse und dann kriegen sie halt sowas. Naja. Wie gesagt, für die meisten Full-HD-Titel noch einigermaßen ausreichend. Die Grafikkarte, sie ist auch schon deutlich älter. Dazwischen ist noch die 20er, die 30er und jetzt neuerdings auch die 40er-Reihe, also die 4080 zum Beispiel und so. Klar, in dem Preissegment brauchen wir nicht drüber reden, aber so eine 3060 hätte ich mir da schon gewünscht. Und die kostet 179,11 Euro bei Galaxus. Die SSD ist eine 240 GB SATA SSD bis zu 500 MB die Sekunde, also keine M.2 SSD. Das ist sehr, sehr schade, weil, wie man hier schon sieht, 500 MB die Sekunde, ja klar, das funktioniert natürlich bei Spielen und so. Die Ladezeiten sind ein bisschen länger als bei der M.2, aber eine M.2 kostet circa das gleiche. Finde ich komisch. Auch Resteverwertung. Auf dem Bild wird jetzt hier eine Team Group CX2 genommen. Ich habe jetzt eine CX1, weil CX2 gibt es als 240 GB nicht. Und man kann halt wirklich sagen, bei 240 GB Windows drauf, Rainbow Six drauf, vielleicht noch ein weiteres Spiel, dann ist Feierabend. Ihr habt ja auch noch Discord und Treiber und so, ne? Ist ja klar. Sowas zu nehmen ist auch totaler Quatsch. Macht man heutzutage nicht mehr. Sowas kann man sich irgendwo in ein Notebook reinklatschen irgendwie, wo man wirklich nur ein bisschen Multimedia mitmacht oder so. Aber zum Zocken, ich weiß nicht. Und die kostet 21,07 Euro bei computeruniverse.net. Energieversorgung, 430 Watt Netzteil, 80 Plus Netzteil, Apex EVGA Thermaltake. Da kann man sich jetzt eins aussuchen. 80 Plus, also keine Zertifizierung in Bronze oder Gold oder sonst was. 430 Watt. Muss ich nicht viel zu sagen. Erweiterbarkeit ist da auch mehr oder weniger nicht gegeben. Also wenn ihr jetzt eine stärkere Grafikkarte oder einen stärkeren Prozessor reinwirft, dann wird es irgendwann schon ein bisschen eng. Wir nehmen jetzt einfach mal das Thermaltake German Series Munich 430 Watt. Kann sein, dass es das ist oder irgendein anderes. Ich kann mich nur auf die 430 Watt stützen und wie gesagt, Erweiterbarkeit ist da halt einfach Mist. Und das kostet 46,99 Euro bei Expert. Ansonsten haben wir hier nichts weiteres ausgewählt. Was wir noch dabei haben, Betriebssystem Windows 11 Home, Apex optimiertes Windows 11, was auch immer das sein soll. Aber Windows 11 kann man natürlich raussuchen. Das ist wie gesagt die ganz normale Home-Variante, ist natürlich das aktuellste Betriebssystem, muss bei dem Prozessor gar nicht sein, könnt auch Windows 10 nehmen, wenn ihr das besser findet. Und das kostet 68,90 Euro bei MySoftware. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, was wir als Alternative genommen haben, weil es halt einfach nicht angegeben ist, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 633,41 Euro. Das System soll kosten 1059 Dollar bzw. ungefähr 1000 Euro. Muss ich nicht viel zu sagen, ne? Das ist schon traurig. Also vor allen Dingen mit dieser Grafikkarte und dieser Kombination aus der ganzen Hardware erreicht ihr halt keine guten FPS-Werte, wenn ihr zum Beispiel einen 144-Hertz-Monitor habt in Full HD. Natürlich kann man damit Rainbow Six spielen und so, aber ich find's irgendwo Quatsch. Ganz zu schweigen von dem Aufpreis. Wenn ihr jetzt noch auf die Idee kommt, das Ding zu kaufen, euch das in die EU verschicken lässt, dann kommen da nochmal 160 Euro oder so drauf. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Und wisst ihr, was ich richtig schade finde, dass die so viele Partner haben? Es ist Wahnsinn, ihr müsst euch das mal geben. Unter anderem Philadelphia Fusion, eins meiner Lieblingsteams von Overwatch. Aber gut, naja, jetzt vielleicht nicht mehr. Und die haben wirklich eine Menge Partner. Und die machen alle Werbung für dieses Unternehmen. Natürlich sind die Hardwarepreise vielleicht anders in den USA, aber nicht so extrem. Rechnet von mir aus noch 10 oder 20% drauf, weil der deutsche Markt orientiert sich natürlich auch an den US-Preisen, wenn zum Beispiel irgendein Hersteller ein neues Produkt auf den Markt bringt. Also kommt nicht auf die Idee, dieses Ding zu kaufen. Das Bild ist sowieso totaler Fake. Hier unten steht zwar, das Aussehen des Produkts variiert je nach ausgewählten Optionen, aber das ist nicht mal mehr nahe dran. Da sind 4 RAM-Riegel drin, großes Board, eine Corsair-Wasserkühlung, Lian-Liegehäuse, eine fette, oh, das könnte schon so eine 3080 oder so sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach
Kacke, sowas zu machen. Jetzt hätten wir als zweites noch den Great White Shark. Den schauen wir uns jetzt auch mal eben an. Der Prozessor ist ein 12600KF. Der ist nicht sonderlich schlecht, das ist okay. Zum Zocken ist der super. Streamen geht damit auch, gar kein Thema. Wir haben eine 120er I/O da drin von Apex. Irgend so ein umgelabeltes Ding. Ich glaube, ich habe jetzt eine Cooler Master in den Warenkorb geworfen, die auch eine 120er ist. Das auf einen 12600KF zu schmeißen, ist jetzt nicht optimal. Also da sollte schon mindestens eine 240er drauf, vor allen Dingen, wenn ihr wirklich streamen und zocken wollt. Bei dem Gehäuse weiß ich auch nicht, ob das jetzt Airflow hat oder nicht, weil ich einfach nicht weiß, welches Gehäuse sie nehmen. Ich finde das auch lustig, dass da einfach steht, ideal für 6 bis 12 Stunden Gaming-Sessions. Ja, was passiert denn, wenn ich 13 Stunden mache? Explodiert das Teil dann oder was? Die Hauptplatine ist ein MSI Pro Z690 ADDR4. Ja, okay, kann man machen. In dem Preissegment eigentlich nicht mehr, aber ja, passt schon das Board. Hier auch 16 GB RAM bei $2000, da will ich 32 GB haben. Muss einfach sein. Aber gut, es ist der gleiche RAM. Ich habe den genauso reingepackt. Hier haben wir eine 3060 Ti, ideal für mittlere bis hohe Einstellungen, 144 FPS plus. Kommt natürlich darauf an, ob ihr Full HD, WQHD oder so spielt. WQHD, das geht auch noch in einigen Titeln, dann mit 144 FPS, vor allen Dingen E-Sports-Titel. Eine 512 GB NVMe SSD, immerhin. Bis zu 3500 MB die Sekunde, ja, okay. Kann gut sein, ist in Ordnung, aber 512 GB ist halt auch einfach nichts. Superschnelle Aufbewahrung, ideal zum Aufbewahren von 4 bis 6 Spielen. Naja, installiert mal ARK. Dann ist das Ding voll. Energieversorgung, 750 Watt, 80 plus Gold Netzteil, EVGA, Corsair, Apex. Apex hat scheinbar eigene Netzteile. 750 Watt für eine 3060 Ti in Kombination mit dem Prozessor funktioniert, das ist okay. Und das Teil, das kostet $2111.19. Das sind umgerechnet €2006,64. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse wieder als Alternative, die Wasserkühlung als Alternative und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von €1322,96. Und wie gesagt, das System kostet fast 2K. Brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Also preis-leistungstechnisch Bullshit. Lass die Finger davon. Und der Vollständigkeit halber nehmen wir jetzt noch den Megalodon dabei für €2639,99. Das sind €2500 ungefähr. Als Prozessor haben wir einen 12900KF 16-Kern-Prozessor. Ja, der ist gut. Natürlich gibt es schon die 13000er-Reihe, aber der 12900KF ist wirklich ein guter Prozessor. Stream, zocken, überhaupt kein Thema. Eine 240er Wasserkühlung. Ideal für mehr als 24 Stunden Gaming-Sessions. Woran machen die das fest? Verstehe das gar nicht. Egal. Eine 240er Wasserkühlung. Ja, erfordert sehr viel Mut. Also wirklich sehr, sehr viel Mut. Eine 360er sollte da mindestens sein. Wenn nicht sogar eine 420er. Die Hauptplatine ist das Asus TUF Z690 Plus D4. Ist gar nicht mal so schlecht, bei dem Preispunkt ein DDR4-Board zu nehmen. Ja, kann man machen. DDR5 wäre auch ganz nice gewesen. 16 GB, schon wieder. Der gleiche RAM. Auch die Bilder. Ihr seht es ja hier. Ist dieser Team Group RAM. 3600 MHz. Ja, gut, ist ganz nett. Aber 16 GB ist halt nichts. Also in der Preisklasse. 32 hätten das sein müssen, ist halt einfach so. Dann bekommen wir als Grafikkarte eine RTX 3070, ideal für High bis Ultra 144 FPS plus, das ist Bullshit. Wenn du das jetzt an Rainbow Six natürlich festmachst, gut, das kann sein, ja, das ist irgendwie schon möglich. Spielt ihr andere Spiele? Nee. Schon wieder diese verkackte 512 GB NVMe SSD. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Und guck mal, die nehmen für weitere 500 GB, ja, nehmen die $119. Das ist einfach Quatsch. Das macht man nicht. Man kann vielleicht hergehende 512er nehmen, da Windows draufpacken, ein paar Programme und so und dann vielleicht noch eine Terabyte dabei, indem ihr dann quasi da die ganzen Spiele draufpackt. 500 Gig bei so einem System in der Preisklasse, totaler Bullshit. Ich habe hier übrigens nichts geändert, ne? Das ist vorkonfiguriert. Man kann es nachkonfigurieren, aber ich habe nichts geändert. Die Energieversorgung ist wieder das gleiche. Ja, das funktioniert auch noch. Und dann wären wir ja auch beim Endergebnis. Ich habe jetzt einfach mal eine Samsung SSD genommen. Mit den Lese- und Schreibraten eine 500 GB SSD zu finden, ist halt einfach ein bisschen schwieriger. Dann haben wir hier den Prozessor, den RAM, die Grafiker, das Mainboard, das Gehäuse wieder als Alternative, die Wasserkühlung als Alternative, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von €1830,06. Das System soll kosten. €2639,99 bzw. €2500 ist auch Quatsch. Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Übrigens hatte ich eben gesehen, bei dem zweiten PC fehlte noch Windows. Rechnet ruhig 60€ drauf, aber ist eigentlich auch egal irgendwo, ne? Weil der Preispunkt stimmte halt ganz und gar nicht. Also durchweg, selbst der $1059 PC, zu teuer, viel zu teuer, veraltete Hardware. Hier wird mit der Kühlung gespart bei den anderen und vor allen Dingen mit den Festplatten. Der Rest ist schon irgendwo okay, bis auf den RAM hier bei dem $2600 Gerät. Also, oh, ich weiß nicht.
Also ich würde von allen drei in die Finger lassen, kommt ja nicht auf die Idee. Ich weiß, die haben viele Partner, wir haben es ja eben hier gesehen. Vielleicht schaut ihr einen davon sogar, kann ja sogar sein. Hab vielleicht mit dem Gedanken gespielt, ich hole mir jetzt so einen PC. Nein, lasst es. Zumindest diese Shock-Dinger sind für den Arsch. Ich habe mir die anderen jetzt nicht angeguckt, weil mir wurde explizit vorgeschlagen, hier, guckt ihr die mal an. Das ist ein Streamer, den ich selber auch gucke, weil der Rainbow Six Siege spielt. Habe ich gemacht, ist kacke. Würde ich nicht machen. Haltet euch vor allen Dingen an die deutschen Händler. Sei es Agando, Dubaro, Krotos, von mir aus auch Megaport oder so. Ab und zu haben die auch ganz gute Angebote oder Memory-PC oder sowas. Aber das hier ist Bullshit. Da würde ich niemals sowas bestellen. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wie die Kisten dann hier ankommen. Wenn ihr da jetzt 160 Euro für den Versand bezahlt, das wird aus den USA hier rüber geschifft. Ob der jetzt so heile ankommt und wenn ihr Garantiefälle habt und so, ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Also, alles in allem, lasst es sein. Scheiße konfiguriert, viel zu teuer, wissen wir da schon mal Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.